Ach, leg mich doch. Hättest du mal ein bisschen lauter gerufen? Ich hab so laut gerufen, wie ich konnte. Ich bin ein lebloser Gestrahl. Was willst du von mir? Leg mich doch am erlangenden Rücken. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mysterious. Ja, ist ja 93 Tour. Also, ich war jetzt sehr fleißig gewesen. Gut, Level 15 habe ich nicht erreicht. Das hätte wahrscheinlich so lange gedauert, bis ich keine Lust mehr gehabt hätte. Der Seraph hat Level 9 und ich hatte danach nochmal weitergespielt, aber ich hatte das gleiche Problem. Ich war zu schwach. Und nun hatte ich mir vom Basti wieder, dem allwischenden Macher dieses Spiels, Tipps geholt und es stellt sich heraus. Ich hatte einen ganzen Abschnitt übersehen. Einen ganzen Abschnitt übersehen, wo ich sogar ein sehr hilfreiches Hilfsmittel finden werde, ja? Denn es heißt, wenn ich danach die Sirenen herausfordere und sie bekämpfe und sie besiege, würde sich die Alice, also die Piratenanführerin da, ja, anschließen. Und dann ist es sicher einfacher für mich. Und ja, es gibt den Untergrund. Wie geht man dorthin? Man geht zu Tor. Wo es hieß, die 8, die magische 8, was bedeutet es? Muss man 8 heilige Gegenstände finden? Muss man 8 Dämonen besiegen? Nein, man muss einfach nur Level 8 erreichen. Diese ein bisschen Sachen fallen mir nicht ein. Ein Monument, was einer großen Tür ähnelt. Keine Ahnung, warum das hier im Wald steht. Eine Hand mit der Zahl 8 wurde eingraviert. Was könnte das bedeuten? Vielleicht erst Entscheidung treffen? Hat die das am Anfang gar nicht angenommen? Hä? Neue Aufgabe, Verbannung. Sie Questbuch im Menü, was? Okay, ich will unbedingt herausfinden, was sich hinter dem Monument befindet. Heraus. Schreibt man nicht nur mit meinem R? Keine Ahnung. Monument berühren. Und? Tatsache. Ich habe das aber auch total verpennt, dass da ja das Monument war und da. Es hätte mir eigentlich. Ich dachte halt wirklich, es wäre was Größeres. Das Spiel war ja anfangs sehr in der Entwicklung. Hätte ja sein können, dass später in der Geschichte findet man irgendwie 8 magische Gegenstände, die muss man hierher bringen und sie nach und nach einsetzen. Nein! Einfach Level 8 erreichen. Man würde hier nämlich dann einen. Na gut, das kann ich erstmal sagen, wenn es soweit ist. Gut. Ich werde sowas von overpowered sein. Hier die armen Skelettritter, die wissen nicht, was die kommen. Die werden hier nochmal sterben. Und es. Lass mich ran, die sind jetzt schon wieder tot. Nee. Alter. Oh, okay, die sind doch. Delfinschlag, stimmt. Ich habe hier auch neue Attacken freigeschaltet. Den Delfinschlag und auch den Ritterschlag. Kapischke! Es war eher. Der Basti hat mir gesagt, es ist ja eher eine Demo, ja? Die kann man natürlich auf verschiedenste Weise spielen, wie man möchte. Der Basti hatte eingeplant, dass man erst den Untergrund macht, sich diese. Hilfsgegenstände holt, ja. Und dass man dann gegen die Medusa kämpft. Man kann es aber natürlich auch andersrum machen, wie ich bewiesen habe. Man schafft es auch vorher. Jetzt sollte ich aber nicht wieder. Ich sollte aufpassen, dass ich jetzt nicht drauf gehe. Ja. Nicht wieder zu übermütig werden, sonst endlich ich als einer dieser Krieger. Das wird jetzt nicht wirklich passieren, oder? Dass ich jetzt hier drauf gehe. Mal lieber. Ich will endlich in den Untergrund und da passiert sowas oder was? Nee, Ritterzorn und bam. Der eine ist schon mal hinüber. Yikes. Vielleicht kann ich dann auch mal den Heldentrank ausprobieren. Nein, was mache ich? Was mache ich? Ich heile mich selber. Ich heile mich selber. Ich habe hier genug Gegenstände. Hab haufenweise Geld durch das Training verdient. So, jetzt konzentrieren. So, Seraph. Der Plan ist, wir konzentrieren uns auf einen und machen ihn nach und nach fertig. Wobei ein bisschen Mama wäre vielleicht besser. Nein, Elixier voll habe ich ja. Zack. Und diesen Gefallen tue ich dir gleich zurück, damit du auch mithelfen kannst. Wusch. Schön mal hier den Röhrchen reinmassieren mit dem Elixier. Oh ja. Delfinschlag und. Delfinschlag. Oh. Ich dachte, das wäre einfach sowas wie ein Hochangriff. Nein, das erscheint wirklich ein Delfin. Ach, ist das nicht putzig? Zack, und den machen wir jetzt auch jetzt hinüber und danach wird das mal geil. Wobei, ich weiß ja nicht, wie groß ist jetzt der Untergrund.
Hm? Ach, vorbei. Natürlich, die ist ja leicht. Ist federleicht, ist ja nur noch Haut und Knochen, nur ohne die Haut. Und ach komm, leck mich doch. Aber mit was hast du keine Zunge mehr? Danke. So, habe ich noch Level 11 erreicht werde? Ich glaube es nicht. Ah, ach du liebes Bisschen, da kommen ja ganze Einheiten von denen. Ei, verbiebsch. Kann ich vielleicht nochmal zurückgehen? Kann ich mir vielleicht nochmal mehr holen? Ist das vielleicht die Möglichkeit? Okay, ich renne einfach mal an ihn vorbei. Aha. Ach, leck mich, hier geht's ja gar nicht weiter. Dann auf in den Kampf mit Gebrüll. Ja, Tatsache, das sind wirklich drei. Immer. Dann machen wir... Stimmt, ich habe jetzt auch den Wasserspalt und den Brandschlitzer. Macht keinen extra Schaden, wie es aussieht. Dann konzentrieren wir uns immer auf einen, denn der Ritterschlag vom Seraph, der macht ja sehr viel Schaden. Ich glaube, es ist umso besser, dass ich jetzt erstmal trainiert habe. Ansonsten hätte ich hier gar keine Chance gehabt. Oder ist es hier das... Oder sind die passend zu meinem jetzigen Level? Zauber und Trippelklinge. Genau den ich hier angreifen wollte. Prima, prima. Wunderbar. Der erste schon mal hinüber. Yikes. Hier ist es schon wieder fair. 2 gegen 2. Hallo, willst du mal, Bischle? Mein Freund. Mein ungeduldiger, knochiger Freund. Einmal Zauber, Trippelklinge. Okay, das ist dein Ziel. Alles klar, die machen wir als nächstes fertig. Autsch. Zauber, nö. Ich wollte eigentlich nicht abwehren, aber gut. Ich wollte eigentlich nicht abwehren, aber gut, aber gut, aber gut. Und das Mineral voll. Gluck. Danach werde ich wahrscheinlich nochmal rausgehen. Wenn ich es geschafft habe. So, einmal. Ritterschlag. Da bleiben nur noch. Ja, gut, 80. Autsch. Yikes. Okay, okay, das machen wir jetzt langsam. Langsam und geschmeidig. Aber ohne zu sterben, bitte. Ohne zu sterben, bitte, ne? Ob das hier. Was ist der Untergrund? Ist halt die Frage. Was ist passiert? War das sowas wie ein Gladiatorenarena, was weiß ich, hä? Die nur der Stärkste überlebt und hat für die Ewigkeit gekämpft. Hahaha. Und er hat jetzt doch volles Leben, dann machen wir jetzt nach und nach fertig. Legst hier voll. Blablabla. Autsch. Du kriegst jetzt die geballte Ladung, mein Freund. Zick, zack, zug. Und einmal hier den Ritterschlag. Dann ist schon über. Ich glaube, hat er jetzt nur noch ein KP, kann das sein? Kann das sein? Hab ich mich geguckt? Ah ne, 47. War doch noch mehr. Wunderbar, und die zweite Einheit ist auch erledigt. 4 Items gefunden. Ey, ich krieg sogar was zurück. Prima, prima. Tasche, Mineral. Ich nutze mal das kleine Mineral. Muss ich hier sparen. Sparen muss ich, jawohl. So, du bist die Letzte. Tja, haha, du willst davonlaufen. Nee, hast du gesehen, was ich mit deinen Kollegen gemacht habe? Mit euren Kollegen, muss ich sagen. Ritterzorn, okay, zack. Die kann ich ja dreimal einsetzen, dann kann ich die nach und nach schwächen. Und Ritterschlag. Bischke. Wenn der jetzt noch ein Level mehr hätte, dann könnte der nochmal einen Ritterschlag einsetzen, aber gut. Eile mit Weile. Eile mit Weile, zack. Tische, Mineral. Lalalop. Der hilft ja sogar normales Mineral, um auf volle Kraft zu kommen. Ach nee, doch nicht der Giraffe. Heile dich selbst, mein Freund. Ich brauche dich lebendig. Und ich kann auch schon sagen, im Drehbuch stand, er hätte den Fall überlebt, ja? Werde ich aber leider nicht mehr erleben, dieses Projekt. Leider, leider. Ritter Zorn, zack. Oh je. Heile dich, heile dich, heile dich. Hallo. Ja, lauf den Seraph losgehen, ey. Bei Golden Boy, lass dir in Ruhe. Was soll denn dich? Dich ist ja hier. Ach,
Das ist ja hier eine Feigart. Seid nur neidisch auf sein Aussehen. Auf seine goldenen Locken. Was mache ich? Würde da dir noch eins. Zack, du bist tot. Kriegst alles zurück. Okay, Ritterzorn. Das wäre wahrscheinlich aufwendig. Es wäre aber cool, wenn Ritterzorn, weil ich meine, da ist ja Zorn im Namen, wenn es mehr Schaden machen würde, je geringer die Gesundheit ist. Und wenn man halt in diesem kritischen Moment ist, ja, dann wäre es halt richtig stark. Weil dann kann man natürlich auch leicht besiegt werden. Also so Risikotechnik. Ach du liebe Schließle. Ach du liebe Schließle, hast du gerade noch jede Kurve gekriegt, bevor du am Abgrund landest. Okay. Erstmal du. Zack, und dann der letzte. Aber dann gehe ich erstmal zurück und tue mich wieder aufpäppeln. Weil ich weiß ja nicht, was da jetzt noch hinter diesem Gittertor auf uns wartet. Und auch wenn da gar nichts mehr kommt, ja, sicher ist sicher. Wobei, ich habe, glaube ich, genug, weil ich habe auch genug von den kleinen Portionen. Ja, das. Ah, bitte, warte, das reicht doch. Also vielleicht sollte ich vorher lieber speichern. Ich glaube, ich tue lieber vorspeichern. Aber ja nie weiß, was da kommt jetzt, hä? Da passt hier mit. Ach, leck mich doch, wie ist da noch ordentlich? Den mach ich doch mit einem Ritterzorn fertig. Babuschke! So schnell war's hinüber. Blub, blub. So ein paar Fische noch hinter die Kiemen. Wieso sagt man eigentlich beim Essen, man muss sich was hinter die Kiemen drücken? Ich meine, wir sind Säugetiere, aber wer kam da mal auf die Idee? Okay, machen wir mal Kiemen draus. So, einmal zurück. Wie wär's, wenn du mich mal in deine Gebete einschließt, hä? Dass ich hier auch nicht so schnell das Zeitliche segne? Danke. So, und wenn da nichts mehr wartet, dann bin ich froh. Ach, leg mich doch. Hättest du mal ein bisschen lauter gerufen? Ich hab so lange gerufen, wie ich konnte. Ich bin ein lebloser Kristall. Was willst du von mir? Leg mich doch am erlangenden Rücken. Ich bin so gewohnt, dass da halt nicht so oft Speicherstände sind, aber nee, der Basti, der sagt mal wieder, das geht da. Moment, bitte was? Hä? Der erinnert mich an eine. Der Abschnitt erinnert mich. Ui, Frame Drops. Heb sie wieder auf. Der Abschnitt erinnert mich an eine aus der Demo von Execution of the Dead. Was muss ich hier machen? Was ist das Rätsel? Muss ich die einfach nur in die Mitte schieben, oder? Oder da rein? Wieso habe ich jetzt hier Frame Drops? Ich vermute einfach nur in die Mitte? Geht nicht weiter. Doch, es geht doch noch ein Stück weiter. Moment. Okay, jetzt begießt sie. Badet die Engel? Oder was? Wieso habe ich Frame Drops? Verdammt doch mal. Okay, also das Rätsel. Der Rätsel. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierigeres Rätsel. Was wollen die von mir? Die stehen alle genau da. Ist da irgendwo eine. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob hier sowas wie eine Eingravur ist. Was weiß ich. Sehr komisch. Ja, bist du tatsächlich. Die ganze Zeit lief es. Ist der Anblick der Engel zu betören oder was? Lass mich raten. Wahrscheinlich hier spiegelverkehrt. Die müssen sich gegenseitig anschauen.
Nicht an, schon beim Duschen, damit sie wissen, hoch, ich werde auch sauber. Kann mich ja selber nicht sehen. Also. Ja, die haben schon miteinander, ob das vielleicht eine Bedeutung hat. Oh, ich hab ein Klicken gehört. Ta-ta-ta-ta. Die Truhe ist verschlossen. Item Schlüssel benötigt. Gut, das war also wirklich so simpel gewesen. Oh, ich habe sogar die FPS zurückbekommen. Ey, danke, was für ein... Das ist ja ein Service. Gut, ich muss also wahrscheinlich doch jemanden nochmal besiegen. Aufgabe abgeschlossen. Verbannung. Belohnung 40 Gold und 70 XP. Ach, guck mal an. Wer ist der... Ich glaube, ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen. Es soll nicht nur so ähnlich aussehen wie der Umriss von der Hölle aus Executioner of the Dead. Ja, also Death Drop, das ist ein Spin-off-Spiel, wo man den Sensenmann spielt aus den Wärmsurteilen, sondern ich glaube, das ist der Untergrund. Das ist genau der. Lass mich raten, Masti, aus diesem Untergrund hast du später gedacht und auch wegen den Sachen aus Wärmso. Hey, der Sensenmann ist ein guter Typ. Also sehr interessanter Typ, dem gebe ich ein eigenes Spiel und hey, den Umriss für die Karte, den habe ich doch schon. Oh! Den finde ich auf jeden Fall wieder interessant, wie aus einem Spiel ein anderes geboren wurde, weil das sieht genauso aus wie der Schlafsaal, war es, glaube ich, vom Tod, oder? Darf ich drücken? Hallo? Nein? Ich brauche wahrscheinlich einen Schlüssel von dir, oder? Hm? Was? Wie? Wer? Wo? Also ich kann nicht mit jemandem interagieren. Was ist? Muss ich vielleicht die runterziehen mit dem Enterhaken? Passiert nichts. Die Schädel sehen aus, als kann ich mit denen interagieren, aber passiert nichts. Ah doch, Schädel rausziehen. Jawohl. Klacks. Es waren jetzt nur die Framdrops, die mich gestört haben. Servus. Bitte verschone uns, wir haben dich doch befreit. Ich meine... Der Todesengel. Ich wollte gerade sagen, der Sensenmann, der ist ja eigentlich nicht der Böse. Ich meine, der bringt ja doch eigentlich die Leute in jeden Fall. Er tötet sie nicht. Endlich. Endlich bin ich frei. Befreit von diesen verdammten Ketten. Die Musik erkenne ich wieder. Das war die Musik von dem Bosskampf aus Haunted Horror, das Asylum. Bin ich gut oder bin ich gut? Oh, verdammt. Ich ahne nichts Gutes. Ist das ein Engel des Todes? Jetzt werde ich mein Gefängnis verlassen und die Finsternis verbreiten. Ganz gleich, wie der Kampf ausgehen mag. Wir müssen versuchen, ihn aufzuhalten. Wenn wir untergehen sollten, dann wenigstens kämpfend. Eiferbiebsch. Todesengel erschienen. Wie viel Leben hat er denn, der Typ? 1600. Ach du liebe Schließle. Der hat 4. Ich glaube, da hätte ich mir doch eher mehr noch holen sollen. Bam. Okay, das geht ja noch, würde ich mal sagen, Wolkenbruch, bam, Trippelklinge, Unheil. War ja klar, dass er so einen Flechtenangriff hat. Inferno oder Untoten, was? Ach, leck mio. Und ich sag noch, ich brauche mir nichts holen, ich hab's nicht nötig. Tasche, Mineral. Blablab. Zumindest. Verstehe, der ist lahm. Der braucht lange, bis er wieder in Aktion treten kann. Der ist zwar stark, aber langsam. Flammenkugel? Autsch, der war eine Flammenkugel, jawohl. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das reichen würde, aber ich versuch's zumindest. Zack, zack, zack. Eine Trippelklinge krieg ich noch hin. Angriff? Der Mann hat guten normalen Schaden, der Seraph, ne? Angriff? Solange der sich jetzt nicht heilen kann, ist für alles gut.
Da kann ich immer gut 60 Schaden machen mit einer Trippelklinge. Das ist eine feine Sache. Und zack, zack, zack. Also ich rechne immer hoch. Ich tue da nicht viel aufrunden. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier 60 sage, obwohl das vielleicht sogar bis zu den 80 wäre. Dann wäre das gut 200. Schaden nicht machen. Haha, Ella Badge vorbei. Ja, das ist definitiv die Melodie. Ich habe so oft den letzten, diesen anderen Bosskampf gespielt, daher erkenne ich die. Ich habe schon die Hälfte. Ey! Läuft doch gut. Die Finsternis ist unaufhaltbar. Ach, jetzt holt ihr noch seine Compadre. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Kommt er jetzt auch noch irgendwie ein großer Angriff oder hat er jetzt einfach nur seine Freunde hier beschworen? Autsch. Oh, die sind ja. Unheil. Autsch, 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 autsch. Schnell heilen, mein Freund. Schnell heilen. Blablab. So, ich muss meinen Ritterzorn einsetzen, um die loszuwerden. Und dann mache ich ja gleichzeitig auch dem Todesengel Schaden. Ja, der Seraph hat weniger Verteidigung. Ach, der hat mir auch 180. Ach du liebe Schließle. Eieiei, das. Also im Moment ist der Seraph so mehr der. Ahaha! Eher der Support und der Adriel ist der Meister. Yikes. Ritterzorn, zack. Mineral, blolop. Komm schon, das kriegen wir hin beim ersten Versuch. Ich beweise ich. Ach, lecker mio. Ach, lecker mio. Ich habe zum Glück den hellen Drang. Ich hoffe, das funktioniert auch. Es funktioniert! Jawohl! Zum Glück habe ich den Doktor früher eingepackt. Du, mein Lieber, du heizt dich mal selber. Du hast schon mal. Ich wollte. Ich habe falsch gedrückt. Entschuldigung, Entschuldigung. Zack. Ist gut. Alles tut die Frodi. Das kriegen wir. Flammenkugel, bitte nicht den Seraph, bitte nicht den Seraph. Dankeschön, 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 Dankeschön. Oh, ich werde hübsch. Oh, ich werde hübsch. Okay. The Doom is coming, the Doom is coming. Zack, die müssten, glaube ich, hinüber sein. Oh, der eine ist hinüber, interessant. Zack, yikes. Bevor du das angreifst, mache ich dich erledigt. Und wie viel hat er noch? 555, ach du liebe Schlische, wie soll das denn? Eieiei, weil ich nicht so oft angegriffen habe, ich verstehe schon. Und Trippelklinge, zack, zack, zuck. Flammenkugel. Ah, mir gehen die Mineralien aus. Die gute Haftcreme. Fischgebüsch. Och. Hopp. Da fällt bei ihr nicht nur. Da fallen mir nicht nur die Zähne, sondern auch die Kieferlade runter. Ne, andersrum. Nicht nur die Kieferlade runter, auch noch die Zähne. Aber gut, da kommen ein paar normale Angriffe. Das klappt schon. Das klappt schon. Ich habe noch Elixiere genug. Uiuiuiuiuiui. Wo ich mir aber denke, für das, was ich jetzt dann kriege, ist es schon ein immenser Bosskampf, muss ich schon sagen. Aber zumindest sind jetzt wohl die Knochengesellen weg. Und? Wer geht ihm den Gnadenstoß? Trippe Kille, zack, zack, zuck. Hier ist ein stärker Raf. Kein Bruch. Bam! Von hinten. Du wirst hier das Leben überstehen, mein Freund. Ich werde dich nicht herausziehen. Vergiss es. Flammenkugel. Yikes. Komm schon. Ach, komm, 10. Seraph. Wenn du ihn jetzt getötet hättest, ich wäre so mies drauf. Volltreffer. Also ich meine, ich habe also einmal Volltreffer beim Tod und einmal Volltreffer, ich habe mir wieder auf die Hand gespuckt. Blah. Heldendrank, Elixier voll. Beim ersten Versuch. Bam! Das war ein verflucht starker Gegner. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt nichts wie raus hier.
Nur dem Item, neues Item, neues Item. Erstmal ein bisschen auffrischen. Blip, blip. Gut. So, und jetzt holen wir uns unsere Belohnung, ne? Und einmal kriegen wir jetzt den das Unheilsschwert für den Seraph, was wir jetzt aber leider nicht mehr nutzen können, weil wir den Kampf gegen die Medusa schon gemacht haben, und den Exorzistring. Und das ist eine feine Sache, denn verleiht dem Besitzer Immunität gegen Gift und Fluch. Nicht nur es reduziert den Schaden, sondern Immunität, das heißt Gift und Fluch macht mir nichts mehr aus. Und das ist das, was ich brauche für den Adriel, um gegen diese verdammten Plops zu bestehen. Und auch gegen diese verdammten Sirenen, die mich verfluchen wollen, die mich betören wollen mit ihren attraktiven weiblichen Reizen. Aber sie sind schon halb Fisch. Und ich, auch wenn ich auf Fischstäbchen stehe, mit Sirenen, das ist schon eine Kombination. Ich müsste jetzt auch genug Geld haben, um mich wirklich voll zu laden. 802. 19. Jawohl. Machen wir hier mal 10. Ach, habe ich nicht genug. Dann machen wir 5 hiervon. Da habe ich noch voll. 3. Eine Fluchserum. Brauche ich nicht. Fische. Das reicht erstmal. Gut, meine Damen und Herren, das Drift ist doch wunderbar gelaufen. Ich habe jetzt den Untergrund, diesen zusätzlichen Abschnitt, den ich total übersehen habe, jetzt in dieser Ausgabe gemacht. Und deshalb kann ich jetzt dann beim nächsten Mal an der Stelle weiterspielen. Ja, wo ich dann bei der vorherigen Folge aufgehört habe, wo ich nämlich dann versuche, mit dem Adriel bei der Piratenbucht die ganzen Aufgaben zu erfüllen. Es geht also noch weiter. Ich freue mich, denn es macht mir wirklich Spaß, das Spiel. Es wird leider nicht fortgesetzt, aber ich genieße es, solange es geht. Und ich hoffe auch, dass Sie, meine Damen und Herren, diese Ausgabe genossen haben. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis von Mysterious Skies. Bis dann, E93 Turbo. I love the Nintendo. Tschüss. And goodbye.